Hallo meine Lieben, ich begrüße euch heute zu einem neuen Video und zwar verbringen wir das Wochenende in Frankfurt. Es ist jetzt Freitagabend, wir hatten eine kurze, schmerzlose Bahnfahrt, sind jetzt hier angekommen im Steigenberger Frankfurter Hof und ich zeige euch mal kurz, wie das Zimmer hier so aussieht. So sieht es aus, wenn man hier reinkommt. Wir haben es jetzt extra noch nicht ausgebreitet, damit ich noch alles schön zeigen kann. Hier wartet was total Leckeres auf uns. Das sieht richtig gut aus. Ich finde es ja mega toll, wenn man irgendwo ankommt und da stehen so geile Leckereien herum. Da bin ich schon gespannt, wie das schmeckt. Ja, und das ist jetzt der Bereich hier vom Zimmer. Da gibt es noch eine Nespresso-Kaffeemaschine, Wasserkocher. Das ist auch immer sehr praktisch. Ich bin immer glücklich, wenn es irgendwo eine Nespresso gibt. Hier ist die Minibar. Und ja, Schreibtisch und hier ist dann das Bett, alles schon vorbereitet für den Abend. Und da ist der Fernseher in der Wand versteckt. Und jetzt zeige ich euch mal noch das Badezimmer, das ist nämlich auch richtig, richtig cool. So, hier ist schon mein Kofferwahnsinn. Ich habe gerade schon im Koffer die Kamera gesucht und da rumgewühlt. So, da hängen die Bademäntel, hier gibt es nämlich auch einen Spa-Bereich, der muss auch ganz cool sein. Und da bin ich. Und da ist die Dusche, die ist in einem extra Raum drin. Also so eine große Dusche hatte ich, glaube ich, auch noch nicht. Bin schon gespannt, da will man ja eigentlich gleich duschen gehen. Und ja, da ist die Badewanne. Und da gibt es auch eine Fernbedienung. Das hat auch einen Grund, weil hier kann man anscheinend Fernsehen schauen beim Baden. Wir laufen jetzt gleich nochmal ein bisschen durch Frankfurt und werden noch irgendwo einen Happen essen und ja, vielleicht filme ich da auch noch ein bisschen, ansonsten geht es dann morgen richtig los. Wir haben gerade die Royal Suite besichtigt und jetzt sind wir in der zweiten Suite, die Gräfin Douglas Suite. Und ich muss ja sagen, das Bett gefällt mir echt gut, doch jetzt geht's raus auf den Balkon. Die hat hier nämlich einen richtig großen Balkon auch integriert. Da geht's raus. Wo ich schon super oft in Frankfurt war. Und da ist auch ein Skatepark und das habe ich schon oft bei Fotos gesehen. Ich bin sehr gespannt und ich freue mich schon drauf. Wir sind jetzt am Hafenpark angekommen und super schönes Wetter. Es ist so richtig hell und die Aussicht ist wirklich mega hier. Wir sind hier zum Shooten und wir sind nicht die Einzigen. Hier findet gerade ein Shooting statt.
Also wir haben jetzt aus dem Hotel ausgecheckt und wir sind jetzt schon was futtern gegangen. Und zwar sind wir hier gerade bei Watts Beef, das ist ganz in der Nähe vom Hotel. Auch so, ja, zwischen Bahnhofsgegend, zwischen Bahnhof und Innenstadt. Und ich habe davon schon viel gehört, viel gesehen, aber wir haben uns jetzt einen Veggie-Burger bestellt. Es gibt vegane Burger, es gibt Veggie-Burger und es gibt hier so viele Shakes, die will ich auch nachher nochmal testen. Damit wir noch Platz haben für den Shake, haben wir auch extra nur einen Burger bestellt und ein paar Sweet Potato Fries teilen das. Und dann gibt es nachher den Shake, weil ansonsten packe ich das ja gar nicht mehr. Also ich bin super gespannt, weil es im Internet so riesig immer aus, diese ganzen Portionen. Und ja. Moment, auf den ich die ganze Zeit gewartet habe. Mein Milkshake ist jetzt da und er sieht bombastisch aus. Also ich drehe jetzt die Kamera um. Das ist der Nutella Donut Milkshake. Kostet übrigens 7 Euro hier, dieses fette Kalorienbombenteil. Sieht echt irgendwie hammerhart aus. Wir sind jetzt mit der U-Bahn angekommen am Westend und laufen jetzt zum Palmengarten. Es gibt da zwei verschiedene Eingänge und das ist eben einer davon, Siesmeyer Straße. Das ist nur 2 Haltestellen von der Hauptwache entfernt, also ist man da eigentlich super schnell von der Innenstadt aus. Und wir waren noch nie im Palmengarten und gehen jetzt zum ersten Mal hin und ja, mal gucken, ob es da viele Palmen gibt und so. Und ich finde, man merkt auch gleich, dass wir im Westend unterwegs sind, weil das ist so diese richtig teure Gegend mit richtig so prunkvollen Bauten. Recht an von uns ist auch die Goethe-Universität und da läuft gerade ein Jogger. Ich habe Angst, dass mir jemand die Handtasche geklaut, wenn ich hier so laufe. Ja, und gestern waren wir ja im Ostgebiet. Da war es ja mehr so mit Graffitis und ein bisschen älteren Gebäuden und hier ist eben richtig prunkvoll. Ich zeige euch das jetzt mal. So, das sind typische Häuserfassaden hier im Frankfurter Westend. Sieht schon alles sehr schick aus. Schon angekommen im Palmgarten, machen auch hier übrigens noch ein paar Outfitbilder für den Vlog. Und genauso wie gestern im Skatepark ist ganz witzig, dass hier auch wieder ein anderes Shooting stattfindet. Also Frankfurt ist ein sehr shootingfreundliches Städtchen. So, hier ist das andere Fotoshooting hier. Die haben gerade geshootet und haben diese Kulisse gewählt. Das ist jetzt der Außenbereich und hier ist so ein halb zugefrorener See. Da sieht man, dass es doch sehr kalt momentan ist. Wir laufen jetzt hier durch ein kleines Paradies aus Weihnachtsbäumen und Weihnachtssternen und geschmückten Bäumen. Alles super weihnachtlich. Hier sind einige Kakadus in einem Käfig und ich wollte eigentlich filmen, wie laut die kreischen, aber genau dann, wenn ich die Kamera anmache, sind die total ruhig alle. Hier ist wirklich eine wahnsinnige Kulisse hinter mir, also man fühlt sich echt wie in so einem Tropenparadies, also es ist echt krass.
Wir betreten jetzt das nächste Haus und zwar das Tropikarium, die trockenen Tropen. Und da gibt es nebenan noch die feuchten Tropen, glaube ich.